Okay, Leute, nachdem wir ja das fette Ende gesehen haben, dem wir selbst die Herrschaft erlangen, gehen wir jetzt noch zum Altar des Vaters, um ihm den Schädel zu geben. Mal sehen, was dann passiert. Sarret, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ja, mein Sohn, mein Erbe, ja. Komm näher, bring mir den Schädel. Zerschmettere diese vergiftete Reliquie meines alten Feindes und mit ihr die Ketten dieses Kerkers. Bist du sicher, dass du deinen Vater mit hineinziehen willst? Sehr gut, mein Sohn, Prinz meines feurigen Throns. Wenn dein Vater freikommt, wird alles nach seinem Willen geschehen. Willst du das, Liebster? Ja, ausgezeichnet. Kannst du es spüren? Ja! 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 Sarret, nicht! Sobald du das Tor geöffnet hast, wird er dich nicht mehr brauchen. Er wird uns beide vernichten. Sarret, mein Prinz, nicht das. Bitte! Tut mir leid, Schöne, aber für meine Zuschauer opfere ich mich auch selbst mal. Ein Jahrtausend wird die Festung stehen. Geistermauern gehüllt in Wände aus Feuer. Und gehörnte Lords neigen den Kopf vor einem, gezeugt vom schlimmsten Ungeheuer. Ein Jahrhundert voll Blut und Hader. Der Mond sich verfinstert am Himmel droben. Der Ruheplatz schließlich gefunden wird vom Siebten, der sich so hoch erhob. Endlich! Komm zu mir, mein Sohn und Retter! Ich war euch zu Willen, mein Meister. Hier ist euer Sohn. Ich bringe ihn euch. Xana, eines Tages werde ich dir danken für deine Treue. Die Hölle wird erfüllt sein von deinen Schreien. So, Vater, ich gebe dir die Freiheit. Frohlocke, mein Sohn. Gemeinsam unterwerfen wir Asche an unserem Willen oder zerschlagen es in Stücke. Ich hebe meine Arme und zum ersten Mal seit Jahrhunderten halten sie keine Ketten. Aus Finsternis kommt's Licht von Flammen. Der Dämonenfürst von seiner Hand ward befreit. Zwei Herrscher, die beanspruchen die Welt, wie einst von Sarshazar prophezeit. Okay, das war dann auch das andere Ende. Finde ich jetzt, keine Ahnung, ich finde es nicht unbedingt spektakulär, weil irgendwie, genauso wie beim ersten Ende, fehlt mir einfach ein tieferer Weitergang, also sprich, es hat jetzt überhaupt keinen Unterschied gemacht, wie ich jetzt das Ende bestritten habe. Also sprich, ob ich jetzt nochmal selbst irgendwie Xana ermorden hätte müssen oder irgendwie sowas, naja, auf jeden Fall ist sie tot. Ja, hier dann noch meine abschließenden Worte. Wie gesagt, ein wunderbares Spiel, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber es ist einfach nicht mein Genre. Habt ihr selbst gemerkt, ich bei jeder Kleinigkeit bin ich 3000 Mal verreckt. Ist aber an sich echt ein cooles Spiel und ich muss sagen, natürlich, wenn ich es ohne Aufnahmezwang gespielt hätte, wäre es natürlich ganz anders für mich verlaufen, hätte mir Zeit nehmen können, mir alles angesehen und so weiter und so fort, aber es wäre eben sehr, sehr langweilig für euch geworden, nehme ich mal an. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich habe auch treue Zuschauer gehabt. Ist auch wirklich schön, euch zu haben. Vor allem Kommentare, also manchmal kommen wirklich super geile, lustige Kommentare zusammen. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Älteres Spiel, ich glaube 2006, aber es sieht ja in der Videobeschreibung, wie alt das Spiel ist. Ja, würde ich aber sagen, wird in nächster Zukunft wahrscheinlich nicht noch so ein Spiel kommen. Es ist einfach zu hektisch für mich, muss ich sagen. Ich werde auf jeden Fall mit Mass Effect 2 noch weitermachen, zu Ende spielen. Das nächste Projekt steht auch schon fest. Das wird mich nämlich einem Fan von mir, und zwar Poli heißt sie. Sie wollte mal wieder ein schönes Adventure spielen, wo man schön viel ansehen kann, eben wie Dreamfall, was sie wunderbar verfolgt hat. Und das nächste wird, war also höchstwahrscheinlich sein, Alice the Madness Returns. Habe ich mir schon zugelegt, schon angetestet, gefällt mir sehr. Vor allem, ich kann endlich mal meinen Xbox 360 Controller benutzen, wireless. Vielleicht werde ich mich dazu auf die Couch flacken und so weiter und so fort, den Rest könnt ihr euch denken. Ja, hier ein paar Leute, die Jared Hannah oder Hannah Jared, wie auch immer, Bob Jackson, Scott Hofeins, der Riedel Show, der Moneyball, Moneyball übrigens, Geldschein auf Deutsch, ziemlich lustiger Name, den er da hat, hol mir meine Geldschein.
Ja, da kommen jetzt die wichtigen Stellen, die habe ich keinen Bock vorzulesen und die wird sich sowieso keine Sau erinnern. Ja, gibt's sonst noch irgendwas zu erzählen, bevor die langweiligen Credits ablaufen? Eigentlich nicht. Nee, ihr könnt's jetzt eigentlich abschalten. Jetzt fühle ich mich wie bei Löwenzahn, ne? Abschalten. Oh, ihr seid ja immer noch da. ja. Ihr erwartet es nicht wirklich, dass ich noch irgendwas rede, oder? Ich werde es natürlich trotzdem tun, um die Zeit zu füllen. Habe jetzt eigentlich keinen Bock, die Schnauze zu halten, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber ansonsten ja. Achso, ich plane derweil eine Let's Play-Seite, nämlich trollwut.org soll vollkommen überarbeitet werden. Ihr seht es ja selbst, es ist schon lange nicht mehr aktuell. Was ich mir nämlich gedacht habe, ziemlich viele Let's Player haben eine Webseite, eben einen Blog. Beim draufsteht hier neue Folge, hier neue Folge, hier neue Folge, hier neue Folge. Bringt meiner Ansicht nach überhaupt nichts. Außer eben man schaut 24 Stunden am Tag auf die Webseite und findet eben mal einen neuen Beitrag. Ansonsten, wenn man ein, zwei Tage wartet, hat man keinen Überblick mehr. Ich möchte euch eine komplett neue Webseite bieten, eine Art Bibliothek. Mehr dazu eben, wenn das Ding draußen ist. Bin jeden Tag ein bisschen am Programmieren. Kann natürlich jetzt noch ein paar Wochen dauern, aber ich hänge mich ran. Ich erhoffe mir davon, dass da ein, zwei ausgewählte Let's Player noch mitwirken. Da habe ich auch schon welche im Kopf. Und ja, ich hoffe dann auch, dass es eine wunderbare Seite für euch wird. Ja, ansonsten darüber auch genug gelabert. Mehr möchte ich darüber jetzt erstmal nicht sagen. Ja, was gibt's ansonsten noch zu sagen? Verbreite meinen Kanal. Sage ich jetzt deswegen, weil die letzten Wochen meine Zuschauerzahl ziemlich gewachsen ist. Also seit ich ca. 500 Abonnenten habe, geht es stetig bergauf. Er freut mich wirklich wunderbar, weil es mir einfach sagt, dass es richtig ist, was ich da auch mache und eben auch mehr Fans finde, sprich es kommt auch gut an. Er freut mich ziemlich, ermuntert mich auch wirklich wunderbar weiterzumachen und ich hoffe auch natürlich, dass ich euch in den kommenden Jahren, Nächten, Tagen und Sekunden nicht enttäuschen werde, dass ich eure Kindeskinder noch erfüllen werde mit meinem Gelaber, dass ich selbst in 100 Jahren noch ein Exempel statuiert habe. Und ja... Hier Mark Chain mal durchs Bild, kennt jeder, der schon mal Mark Chain gegoogelt hat. Genauso wie Paul Barrett, der sich nach einer Waffe benannt hat. Da kommen jetzt wieder ein paar Leute, die nicht erwähnenswert sind, weil sie ziemlich zu französisch klingen. Das sind auch die französischen Stimmen. Nee, möchte ich echt nicht vorlesen. Dialogregie, das soll es also heißen. Ah, deutsche Stimmen, das ist vielleicht ein bisschen erwähnenswert. Zaret, also der Hauptcharakter von Andreas Mese, Xana Vanessa Wunsch, Liana von Susanne Dubroskin. Rest könnt ihr euch selber durchlesen. Wenn ich es jetzt so schnell überfliege. Ah, Jörg Löw, sagt mir was. Ja, könnt ihr einfach mal googeln, vielleicht haben die ja noch irgendwie andere Sachen oder vielleicht sind ja schon mal andere Stimmen aufgefallen. Ich glaube, bei Mass Effect 2 gab es mal einen Kommentar dazu, dass sich eine Stimme einer anderen ähnelt. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, wer es geschrieben hat und vor allem nicht, was für eine Stimme das war. Ja, da haben wir die spanischen Stimmen. No comprendo español. Lokalisierung. Das sind die Leute, die dann... Nee, ist egal, das ist ein schlechter Witz. Ich lasse den einfach. Ja, jetzt wäre natürlich schön, wenn die Credits mal aufhören. Tun sie aber nicht. Gut, ansonsten muss man sagen, ist es natürlich ein Spiel, das eine ziemlich eintönige Story hat. Man weiß eigentlich schon von Anfang an, was passiert. Das Einzige, wo ich ein bisschen gezweifelt habe, ist Xanas Ausrichtung. Ob sie nun für uns steht oder gegen uns, was irgendwie eine völlige Ungereimtheit ist, ist, dass sie die ganze Zeit will, dass wir den Schädel selbst behalten. Plötzlich aber, als wir den Schädel reingeworfen haben, und das muss ja wohl der Vater mitbekommen haben, dass sie für uns war, ist irgendwie, dass sie unserem Vater plötzlich dienlich war. Also das war ein bisschen missverständlich für mich. Ansonsten ziemlich denkbar einfache Story, wobei es jetzt nicht schlecht war. Schön viele Action-Szenen, vor allem für das Jahr, muss man sagen. Stellt mich eigentlich schon zufrieden, ja. Mann, wie viele Leute sind denn da noch beteiligt? Dass die überhaupt genannt werden wollen? Der saure Frank ist für Fresh 3D zuständig gewesen. Ja komm, also jetzt könnte man eigentlich echt langsam mal aufhören, oder? Ich habe wahrscheinlich auch schon gar keinen Bock mehr zu sehen. Wer es übrigens bis hier angesehen das Video, sollte bitte kommentieren. Moment, ich lasse mir schon was einfallen.
Trollwut rockt die Scheiße fett. Genau, das möchte ich von euch hören. Ja. Hatten wir ja schon mal bei einem einstündigen Interview. Was haben wir da gehabt? Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir da als Wort hatten. Auch irgendwie eine Beleidigung mir gegenüber, aber ist jetzt mal was anderes. War übrigens ein nettes, nettes Interview. Müsste in meinem Kanal sein unter Käseblatt 1, beziehungsweise einfach mal Interview suchen. Da hat mich der Let's Player Liberty Denied interviewt. Eine halbe oder sogar eine Stunde lang. Auf jeden Fall ein super lustiges Interview. Also für meinerseits jetzt ein paar Fragen zum Let's Play an sich gestellt, falls ihr euch das mal reinziehen wollt. Aber ja, übrigens, den Let's Player empfehle ich auch generell für euch. Der ist ziemlich gut drauf, finde ich. Gut, wer mich länger verfolgt, der weiß auch, dass ich mit ihm schon saufen war. Ja, ansonsten super Let's Plays. Ich empfehle immer wieder die Let's Plays von Edna bricht aus und Harvest Neue Augen von ihm. Die sind einfach genial gemacht, vor allem weil der Kerl auch ein bisschen Hintergrundwissen hat, was die parodisierten Elemente in den Let's Plays, in den Spielen zu bieten haben. Wirklich, wirklich super gemacht. Tja, wir haben ja noch die Qualitätssicherung, von der hat man natürlich recht wenig gemerkt, vor allem wenn es um die ums Gameplay geht an sich, wie sich der Charakter beim Springen verhält. Ja, jetzt wollen natürlich auch noch die Tester genannt werden. Und ich nehme mal schwer an, dass wir jetzt bald am Ende der Credits angelangt sind. Da haben wir zwei Leute, die Jonut heißen, ein Name, der mir überhaupt nichts sagt, aber anscheinend relativ häufig vergeben ist. Jetzt wäre es eigentlich mal wieder Zeit, dass man mal wieder eine Frau nennt. Besonderen Dank an ein paar Nvidia und RTI-Mitarbeiter sowie Intel. Man muss dazu sagen, dass mir da irgendwie AMD fehlt, weil Intel wird genannt als Prozessorhersteller, allerdings nicht AMD, allerdings RTI und Nvidia wurden beide genannt. Da ja jetzt AMD und RTI sich vereinigt haben, blablabla bla bla und so weiter und so fort. The Apostles of Might and Magic. Ah, okay. Gut, das sieht mir noch am Ende aus. Robert Moon, Unit McDonald. Schlechter kann man den Usernamen echt nicht schreiben. Shadowhunter Epic Roxor. Kommt jetzt noch was? Irgendwie eine Widmung? Verstorbene Mitarbeiter? Nein. Okidoki. War eine Freude mit euch. Danke.